Der Dezember brachte den Angestellten der Bombardierwerke in Görlitz und Bautzen eine frohe Botschaft. Mit einem Megaauftrag haben die Berliner Verkehrsbetriebe BVG zur langfristigen Sicherung der beiden Produktionsstandorte beigetragen. Passend zur Weihnachtszeit stellten sich Lausitzer Bäcker wiederum der traditionellen Stollenprüfung bei der Kreishandwerkerschaft in Bautzen. Die Trinkwasserbereitstellung im Versorgungsgebiet der Südoberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft wird teurer. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Oberlausitz Wasserversorgung hat die entsprechende Kalkulation genehmigt. Der Verbrauchspreis steigt demnach auf 1,73 Euro pro Kubikmeter. Das sind 10 Cent mehr als bisher. Auch der Grundpreis steigt um 1,60 Euro pro Monat. Die neuen Preise gelten ab 1. Januar 2021. Betroffen ist der gesamte frühere Landkreis Löbau-Zittau außer Ostritz. Zu jedem Weihnachten gehören auch leckere Süßigkeiten, ein Adventskalender und natürlich der Stollen. Das leckere Gebäck ist allerorts beliebt, doch es gibt ein paar Unterschiede. Geschmack und Konsistenz sind wichtig, um den perfekten Stollen zu bekommen. Um das zu prüfen, hat die Bäckerendung Bautzen mit Sitz in der gleichnamigen Stadt am Montag ihre alljährliche Stollenprüfung durchgeführt. Wie jedes Jahr wird hier der Stollen von Bäckern aus dem gesamten Landkreis probiert und bewertet. 2 Tage lang wurde geprüft und verkostet. Es gibt jedoch nicht nur eine Art von Stollen. Wir haben heute hier mindestens 4 verschiedene Arten, also den Butterrosinenstollen, dann haben wir Mandelstollen mit. Ebenfalls vertreten ist die Kategorie Mondstollen und Schokostollen. Und diese 4 Arten prüfen wir heute hier. Für eine neutrale Prüfung bedarf es einer externen, qualifizierten Begutachtung. Dazu wieder eingeladen wurde Michael Isensee vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Er führt die Stollenprüfung nach bestimmten Kriterien durch. Diese Kriterien sind Form, Geschmack, allgemeines Aussehen der Stollen, Krustenbeschaffenheit, Krumenbeschaffenheit. Und er bewertet die Stollen nach einem gewissen Standard. Und die Stollen, die er bewertet, bekommen meistens dann gute und sehr gute Noten. 100% ist ohne Beanstandung und 98-95% ist gut. Das ist, wie gesagt, eine freiwillige Qualitätskontrolle, die wir jedes Jahr durchführen. Und wir wollen damit unseren Kunden auch demonstrieren, dass wir neben den Dresdner Stollen, dass es da auch andere Stollen gibt, die man durchaus auch essen kann. Das allemal. Geprüft und gekostet werden Stollen aus dem gesamten Landkreis. Für die Teilnahme notwendig ist aber die Mitgliedschaft in der Bautzner Bäckerinnung. Ist das der Fall, durfte man sein bestes Werk zur Prüfung nach Bautzen schicken und so an der Wertung teilnehmen. Am Ende gibt es aber keinen Sieger, sondern jeder, der seine Arbeit sehr gut gemacht hat, bekommt ein Zertifikat, mit dem man sich dann auszeichnen darf. Durch die Zusage der Luisenstift, das ehemalige Schloss und Park Braunau weiterhin zur langfristigen Nutzung zur Verfügung zu stellen, kann das Vorhaben Freie Alternativschule Kamenz fortgesetzt werden. Theresa Vogel und Frank Young von der Initiative FAS Kamenz sind zuversichtlich, dass sich die baurechtlichen Vorbehalte der Stadt, die den Landkreis vorerst zur Rückstellung des Antrags veranlasst haben, damit auflösen lassen. Sie gehen fest davon aus, dass die Genehmigung zur Umsetzung nach Ablauf der Rückstellung vom Landkreis Bautzen erteilt wird. Voranmeldungen für das kommende Schuljahr werden bereits entgegengenommen. Im Juni entschied die Stadt Kamenz, den Bauantrag für die Umsetzung des Gebäudes um 12 Monate zurückzustellen. Dadurch konnte die Schule nicht wie geplant zum Schuljahr 2020/21 eröffnet werden. Die Verschiebung kam einem Ausgleich, da es große Unsicherheiten für die weitere Planung gab. Auf der digitalen Gründungsversammlung am 1. Dezember haben 15 Eltern die Elterninitiative Radibor als rechtsfähigen Verein gegründet, wie der Verein nun in einer Mitteilung bekannt gab. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung der Bildungseinrichtungen in der Gemeinde Radibor und die Förderung von hochqualitativer mehrsprachiger Bildung, auch im Zuge von Digitalisierung und Strukturwandel. Zielgruppe sind alle Kinder, Jugendliche und Elternhäuser mit besonderem Fokus auf die Erhaltung der sorbischen Sprache.
Nach dem erfolgreichen Start als Elterninitiative ist es wichtig, dass wir unsere Tätigkeit auf stabile Füße stellen, um einen attraktiven, mehrsprachigen Bildungsstandort mit unseren Partnern in Radibor weiter auszubauen. So Thomas Wenzel, Elternsprecher der Grundschule Radibor. Einen knappen Monat nach der Übergabe der neuen Zufahrt für das Bautzener Bombardierwerk wird diese immer noch nicht benutzt. Dieser gab eine Nachfrage der Lausitzwelle bei dem kanadischen Konzern. Laut Sprecher Jörn Bischoff müssen noch einige interne Prozesse abgestimmt werden, um eine effiziente und sichere Nutzung der Zufahrt zu ermöglichen. Zur Frage, warum dies nicht längst passiert ist, erklärte er, die globalen Entwicklungen der letzten Monate haben uns in den Bereichen Lieferkette und Logistik mehrfach mit ungeplanten Herausforderungen konfrontiert, das hat viel Zeit gekostet. Bombardier hatte gegenüber der Stadt Bautzen immer wieder auf den Bau gedrängt und Eile angemahnt. Laut neuesten Meldungen übernimmt Alstom bereits Ende Januar die Schienenfahrzeugsparte von Bombardier und somit auch das Bautzener Werk. Die neue Fischtreppe an der Spree am Fuße der alten Wasserkunst ist fertig. Sie soll es den Fischen und anderen Bewohnern der Spree ermöglichen, die durch das Wehr entstandene Barriere besser überwinden zu können. Baubeginn war der 6. Dezember 2019. Ursprünglich sollte das Vorhaben bis zum Mai 2020 abgeschlossen sein. Die Stadtverwaltung Bautzen gibt die Kosten für die Maßnahme mit 270.000 Euro an. Die Fischaufstiegsanlage, so die offizielle Bezeichnung, ist 25 Meter lang und besteht aus 10 aus Stahlbeton gefertigten Trennwänden. Die Landesdirektion Sachsen hatte die Baukosten zu 90% gefördert. Die Fischtreppe bildet den Abschluss einer ganzen Reihe von Maßnahmen, mit denen der ökologische Zustand der Spree verbessert wurde. In diesem Jahr geht der Sächsische Integrationspreis nach Bautzen, Chemnitz und Dresden. In Bautzen wurde das Thespis-Zentrum am Deutsch-Sorbischen Volkstheater ausgezeichnet. In diesem wird das Theaterspielen als Instrument genutzt, um sich spielerisch mit Alltagsdiskriminierung auseinanderzusetzen. Die Jury des Sächsischen Integrationspreises hat sich für einen Preisträger entschieden, und zwar für das Thespis-Zentrum des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen. Dieses Thespis-Zentrum zeichnet sich, so die Jury, vor allem durch einen sehr kreativen Ansatz aus. Es schafft Räume für Begegnungen, übergreifende Kultur steht bei Thespis durch die Bank weg im Mittelpunkt. Theaterspielen ist kein Selbstzweck, sondern wird zum Instrument, um spielerisch Begegnungen zu schaffen. Thespis leistet Präventionsarbeit gegen Rassismus im Alltag, trainiert Akzeptanz und Toleranz und baut, so die Jury, Brücken zwischen Bekannten und Unbekannten, ist also im besten Sinne des Wortes gute Integrationsarbeit. Jeder Preisträger erhält 3.000 Euro für die Fortführung seiner Arbeit. Zum 11. Mal wurde der Preis von der Staatsministerin Petra Köpping und dem sächsischen Ausländerbeauftragten Gerd Mackenroth verliehen. Aus 35 Vorschlägen wurden diejenigen ausgewählt, die sich in besonderem Maße für die Integration von Migranten einsetzen. In Görlitz werden jetzt Parkplätze für stationsbasierte Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Wie es aus der Stadtverwaltung heißt, werden diese im Rahmen einer Sondernutzungserlaubnis vergeben. Diese Sondernutzung beträgt längstens 8 Jahre. Genutzt werden können die Flächen dann ab dem 1. März kommenden Jahres. Wie Studien des Bundesverbandes Carsharing ergeben haben, ersetzt jedes stationsbasierte Carsharing-Fahrzeug zwischen 8 und 20 private PKWs. Die Stadt Görlitz sieht Carsharing deshalb als einen wichtigen Baustein einer nachhaltigen Mobilität und stellt aus diesem Grund 11 Parkflächen an 6 Standorten im öffentlichen Verkehrsraum zur Verfügung. Auf dem Bautzner Bahnhof ist die erste Bike and White Box der Region eröffnet worden. Darauf verwies der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz Niederschlesien. Hier können Fahrgäste ihr Fahrrad überdacht und verschlossen abstellen.
Der Zugang zu den Stellplätzen ist per PIN nur unter den Nutzern möglich, die diese online auch gebucht haben. Die Anlage bietet 68 Fahrrädern Platz und ist laut Swan einfach zu bedienen. Die Kosten reichen von 1 Euro pro Tag bis zu 90 Euro für ein ganzes Jahr. Die Buchung erfolgt online unter www.bikeandwhitebox.de. Der Verband hat insgesamt 140.000 Euro in die Anlage investiert. Eine der erfolgreichsten Sportlerinnen Hoyerswerdas hört nun auf. Lena Bettnarz, die Unterfrau des Damenpaares mit Selima Wadeln, beendet überraschenderweise ihre Karriere, hat der Sportclub Hoyerswerda mitgeteilt. Die 18-Jährige war mehrfache deutsche Meisterin und hervorragend platziert bei Europa- und Weltmeisterschaften. Corona hat sie bewogen, das Handtuch zu werfen, so der Sportclub. 2020 sollte ihr erfolgreichstes Jahr werden. Nach zahllosen Trainingsstunden in Topform hätten die Chancen sehr gut gestanden, bei den Weltmeisterschaften in der Schweiz ganz oben dabei zu sein. Diese und viele weitere Wettkämpfe sind abgesagt worden. Da stellt sich dann schon die Frage, wofür im Training so schinden. Lena hat sie nun nach 13 Jahren für sich beantwortet. Die Verkehrsverbünde Oberelbe und Berlin-Brandenburg haben Vorschlägen, zeitnah einen Vorlaufbetrieb für die künftige S-Bahn-Linie 7 zwischen Dresden und Hosene aufzunehmen, eine Absage erteilt. Bündnis 90 Die Grünen hatten einen Pendelverkehr zwischen diesen Endpunkten über Kamenz und Bernsdorf angeregt, der ihrer Ansicht nach ohne großen Aufwand möglich wäre. Laut Verkehrsverbund Oberelbe stehen jedoch keine Triebwagen für einen solchen Verkehr zur Verfügung. Und der VBB erklärt auf Anfrage der Lausitzwelle, dass es für die erforderliche Verlängerung der RB24 bis Hosena noch keinerlei Prüfungen oder Bewertungen gebe. Zuvor, so ein Sprecher, müssten die sächsischen Pläne klar sein. Indessen ist noch nicht einmal der Betrieb der Seenlandbahn für 2021 sicher. Er hängt laut VVO vom sächsischen Landeshaushalt ab. Die Stadt Hoyerswerda erhält 5,4 Millionen Euro aus dem neuen Bund-Länder-Programm Investitionspakt Sportstätten. Am neuen Oberschulstandort soll damit eine Dreifeldsporthalle als Ersatz für zwei bestehende, stark sanierungsbedürftige Sporthallen errichtet werden. Neben Hoyerswerda wird auch die Stadt Reichenbach gefördert. Dort soll die Sanierung und Erweiterung des Stadtbades unterstützt werden. Insgesamt erhalten die beiden Städte 8,5 Millionen Euro. Der Fördersatz beträgt dabei 90%. Der Investitionspakt Sportstätten ist Teil des Corona-Sofortprogramms des Bundes. Das Programm zielt darauf, durch Investitionen gut ausgestattete Sportstätten für ein gemeinsames Miteinander zu schaffen. Das neue Herrnhuter Ärztehaus ist seit Montag geöffnet. Ab sofort praktizieren hier zwei Internisten, eine Psychiaterin und eine Neurologin. Das medizinische Zentrum ist in den letzten 1,5 Jahren im Haus Zivitatenweg 1, dem früheren Seminargebäude der evangelischen Brüder Unité, entstanden. Die Stadt Herrnhut als Eigentümer hat für diesen Zweck ca. 3 Millionen Euro investiert. Der Bau lief laut Stadtverwaltung planmäßig und ohne nennenswerte Verzögerung. Unterstützt wurde dieses Vorhaben von der Kassenärztlichen Vereinigung. Ein frisch saniertes Wohnhaus steht im WK 1 in Hoyerswerda. Die Wohnungsgesellschaft hat das Haus in der G-Petersstraße 2-8 vollständig auf Barrierefreiheit ausgebaut. Hier gab es gestern, zumindest für Vertreter verschiedener Medien, eine kleine Besichtigung anlässlich der Eröffnung vor gut einem Monat. Ja, und zwar haben wir am 1.11. unsere neue Wohnanlage hier den Mietern übergeben dürfen. Und hier geht es im Kern darum, dass wir vor gut 2 Jahren gesagt haben, wir wollen das WK 1, wollen die Neustadt weiter aufwerten, wir wollen hier ganz gern investieren. Und wir haben uns 2018 vorgenommen, hier die Peterstraße 2-8 von Grund auf durchzusanieren. Dieses Gebäude, ich sage jetzt mal seniorentauglich, hiermit umzubauen. Durch die barrierefreie Bauweise ist das Interesse entsprechend groß gewesen. Keine Kanten oder Stolperstellen, zum Beispiel beim Balkon, gibt es hier. Knapp die Hälfte der vorherigen Mieter sind auch direkt wieder eingezogen. Dabei waren die Fahrstühle wohl, vor allem für ältere Menschen, eines der Hauptgründe.
Auch die zentrale Lage macht das renovierte Wohnhaus noch attraktiver. Die neue Oberschule steht direkt nebenan und auch das Lausitz-Center ist nicht weit entfernt. Dazu ist die Nähe zum Klinikum nicht zu unterschätzen. Der Andrang für die Wohnungen war jedenfalls mehr als begründet. Also die Resonanz war vom ersten Tag an enorm gewesen. Wir hatten also eine Interessentenliste hier bei uns gehabt, wo ca. 100 Interessenten draufstanden. Und es ist in der Tat so, am 1.11. konnten wir hier die Wohnung übergeben. Und wir hatten vor dem 1.11. schon 48 Mietverträge, also so viele Wohneinheiten existieren hier drin, konnten wir ja an den Mann, an die Frau bringen, an die Familie bringen. Allerdings, noch nicht alle neuen Mieter sind auch schon eingezogen. Daher gab es für uns die Möglichkeit, zusammen mit dem Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerder, Steffen Markgraf, und dem neuen Oberbürgermeister Thorsten Robanzee, eine Wohnung in einem noch ganz unberührten Zustand zu besichtigen. Insgesamt 4 Eingänge, aber nur 2 außenliegende Aufzüge. Das klappt nur, weil lange Laubengänge im Inneren jeweils 2 Treppenhäuser miteinander verbinden. Die Flure zusammen mit den Treppen wirken daher offener. Außerdem bieten die Gänge, neben dem Zugang zum Fahrstuhl, auch das Gefühl eines stärkeren Miteinanders. Normalerweise würde im Januar die Königsbrücker Kameliensaison beginnen. Doch in diesem Jahr müssen auch hier die Besucher zunächst außen vor bleiben. Dabei haben die Pflanzen im Gewächshaus auf dem Schlossgelände gut angesetzt, wie eine Stippvisite der Lausitzwelle zeigte. Doris Füssel und Peter Sonntag vom Heimatverein sind sehr zufrieden mit der Entwicklung ihrer Zöglinge. Schade nur, dass sie ihre Freude darüber bis auf Weiteres mit niemandem teilen können. Wer aber dennoch nicht ganz auf den Flair der Königsbrücker Kamelien verzichten möchte, kann sich mit dem im Vorjahr erstmals angebotenen Kamelienparfüm trösten. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz gilt ab sofort im gesamten öffentlichen Raum eine Maskenpflicht, wenn sich Menschen begegnen. Das haben die beiden Kreisverwaltungen jetzt mitgeteilt. Gleichzeitig ist auch der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit komplett untersagt. Zuvor war das Alkoholverbot nur auf bestimmte Plätze beschränkt. Zudem gelten weitere Beschränkungen für Versammlungen. Die Abstimmung zwischen beiden Landkreisen erfolgte, damit in ganz Ostsachsen einheitliche Regeln gelten, heißt es dazu in der Mitteilung. Die Landkreise Bautzen-Görlitz gehören deutschlandweit zu den am stärksten von der Corona-Ausbreitung betroffenen Regionen. Die staatlichen Museen und Theater in Sachsen bleiben bis Ende Februar geschlossen. Dies teilt die Kultusministerin mit. Mitte Januar werde sie sich anhand der aktuellen Corona-Entwicklung wieder mit den Einrichtungen verständigen und entscheiden, inwieweit dieser Zeitplan haltbar ist und weiter angepasst werden muss. Die Entscheidung könne für die kommunalen und privaten Einrichtungen nur eine Empfehlung sein, da die sächsische Corona-Schutzverordnung entsprechende Maßnahmen nur für einen Zeitraum von 4 Wochen regeln könne, so die Ministerin. Darüber hinaus wird, wie in der Kulturministerkonferenz vorgeschlagen, ein Papier erarbeitet, in dem Öffnungsszenarien für Kultureinrichtungen anhand der Inzidenzen sowie der lüftungstechnischen Ausstattung festgelegt werden, heißt es aus Dresden weiter. Der Landkreis Bautzen will das Gebäude Taucherstraße 23 dauerhaft weiter nutzen und 900.000 Euro in die Ertüchtigung stecken. Laut dem ersten Beigeordneten des Landrates Udo Witschers soll die als Rote Poliklinik bekannte Villa zum Sitz des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes werden. Im Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wollte der Landkreis das Gebäude ursprünglich verkaufen. Bei der Suche nach einem neuen Standort für das Lüfa habe man es noch einmal näher betrachtet. Da die Taucherstraße 23 barrierefrei und fast vollständig saniert ist, sei sie für diese Nutzung geeignet. Der Standort Kamen soll für die Abgabe von Proben erhalten bleiben. Die sächsischen Finanzämter werden vom 14. Dezember bis voraussichtlich 10. Januar für den Besucherverkehr geschlossen. Dies gab das Landesamt für Steuern und Finanzen bekannt. Die Bürger werden gebeten, ihre Anliegen schriftlich, telefonisch oder per E-Mail an das Finanzamt zu richten. Präsident des Landesamtes für Steuern und Finanzen Karl Köhl appelliert an die Leute, zu Hause zu bleiben und die kontaktlosen Möglichkeiten zur Klärung ihrer Anliegen zu nutzen. Die Marktschwärmer stehen für regionale Produkte. Ursprünglich in Frankreich gegründet, gibt es seit 2014 auch in Deutschland die ersten Schwärmereien. Seit diesem Jahr auch in Hoyerswerda.
Unter Leitung von Dagmar Steuer werden über die Online-Plattform regionale und direkt vom Erzeuger angebotene Produkte verkauft. Abholung findet vor Ort im Industriegelände in Hoyerswerda, Straße E statt. Die Idee der Marktschwärmer ist, dass man auch berufstätigen, also Menschen, die also vielleicht nicht es schaffen, so auf den normalen Wochenmarkt zu gehen, die Möglichkeit bietet, regional, gesund, von den Erzeugern, die das auch in der Region produzieren, einzukaufen. Es ist erstens sehr viel nachhaltiger. Es ist auch für die Erzeuger so, dass die sagen, zu diesen Preisen, wie ich das hier anbiete, kann ich auch meine Produktion aufrechterhalten. Es ist also fairer produziert, und wir stärken einfach auch damit die Wirtschaft in der Region. Es macht zwar in unserer Region jetzt die Landwirtschaft nicht keinen großen Anteil aus, aber vielleicht wird es auch dadurch noch, wenn dort das Bewusstsein mehr wächst, dass die Menschen also nicht mehr möchten, dass das alles um die halbe Welt reist, sondern es einfach hier kaufen, wo es produziert wird. Seit wann machen Sie das denn? Also ich habe den letzten Lockdown im März, April dieses Jahres genutzt, um diese Marktschwärmer ins Leben zu rufen. Und es war sicherlich auch keine leichte Sache gewesen, weil es ist nicht so, dass man bei dem Erzeuger rankommt, sagt, hier, ich habe jetzt hier eine neue Idee, eine Plattform, wollt ihr euch da präsentieren. Da war erstmal gar nicht so viel Gegenliebe da. Mittlerweile ist es aber wirklich so, dass wir an die 30 Erzeuger hier haben und die sind auch alle wirklich begeistert, die Kunden sind begeistert. Wir haben dann daraufhin im Juni eröffnet und seitdem wächst der Zuspruch, werden es immer mehr Kunden von Woche zu Woche, die diese gesunden Lebensmittel auch einkaufen und diese regionalen. Also einfach den Qualitätsunterschied auch spüren. Wenn man das probiert hat, möchte man eigentlich gar nichts anderes mehr zu sich nehmen. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr sind die Erzeuger dabei im direkten Kontakt mit ihren Kunden. Die Marktschwärmer bieten dafür die Plattform. Mehr dazu erfahren Sie hier in der Drehscheibe Lausitz in einem Beitrag in der kommenden Woche. Die Marienkirche im Bischofswerda Ortsteil Goldbach erstrahlt jetzt fast vollständig in ihrer neuen Farbe. An die Stelle des früheren Gelb ist jetzt ein barockes Rosé getreten, das auch früher bereits den Anblick des Gotteshaus geprägt haben soll. Lediglich der Teil des Kirchenschiffs, an dem das Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges steht, zeigt sich noch in der früheren Farbe. Laut Beschluss des Kirchenvorstandes soll das Denkmal einem anderen Standort im Eingangsbereich des Friedhofs finden. Dadurch soll auch das Problem mit der Feuchtigkeit im Chor behoben werden. Der Bau des neuen Block 11 am Kraftwerk Turow ist weitgehend abgeschlossen. Laut Berichten polnischer Medien soll die Inbetriebnahme allerdings nicht, wie vorgesehen, zum Jahresende, sondern erst im April 2021 erfolgen. Der polnische Energiekonzern PGE hat etwa 1 Milliarde Euro in den neuen Block investiert. Dieser soll 3 abgerissene alte Blöcke ersetzen. Die Schadstoffemission soll sich gegenüber dem Ursprungszustand um mehr als ein Drittel verringern. Die Investition in das Kraftwerk ist besonders in Deutschland und Tschechien umstritten, da diese mit der geplanten Erweiterung des nahegelegenen Braunkohletagebaus einhergeht. Die Tschechen befürchten Auswirkungen auf das Trinkwasser, Deutschland eine weitere Absenkung des Zittauer Beckens. Der Fortbestand des Klinikums Niederlausitz ist offenbar gesichert. Dazu hat sich der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit der privaten Sana Kliniken AG jetzt einen potenten Mitgesellschafter ins Boot geholt. Der Kreistagsbeschluss dazu wurde am Donnerstagabend gefasst. Zur Disposition als Bewerber stand neben der Sana auch das Karl-Thiem-Klinikum, so Landrat Sigurd Heinze. Es gab dann eben einen Abwägungsprozess bei den Kreistagsabgeordneten. Man hat diesen das angesehen und nicht nur gehört, dass sie sich erst nicht leicht und einfach gemacht haben. Und am Ende gab es dann die Waagschalenentscheidung von für und wider. Nein, Waagschale Sana in der anderen CDK und die Waagschale Sana ist nach unten gegangen. Rund 7 Stunden wurde um die Entscheidung zu dem insolvenzgefährdeten Krankenhaus gerungen. Die Sana wird nun mit 51% Mehrheitsgesellschafter, trägt aber auch das komplette wirtschaftliche Risiko, wie Sana-Vorstand Dr. Jens Schick betont. Die 51%
heißen für uns als Gegenleistung der Sana eine komplette Entschuldigung des Klinikums. Das heißt, wir übernehmen die Altschulden, damit wir, ich habe es gestern genannt, rund um Sorglospaket, damit wir in die Zukunft unbelastet starten können. Das heißt, das Krankenhaus ist mit Übernahme der Sana schuldenfrei und wir können dann gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Landkreis die Zukunft so gestalten, wie wir glauben, dass es eine dauerhafte Bestandssicherung bedeutet. Ausschlaggebend für die Entscheidung des Kreistages waren offensichtlich auch die Zusagen der Sana für Investitionen zur Standortentwicklung. So sollen in den kommenden Jahren rund 50 Millionen Euro an den Standorten Senftenberg und Lauchhammer investiert werden. Die Sana Kliniken AG betreibt seit über 40 Jahren Krankenhäuser und ist in der Region nicht unbekannt. Und das große Plus, was wir für uns sehen und versucht haben, gestern auch zu vermitteln, und scheint uns gelungen zu sein, dank auch einer deutlichen Mehrheit, dass wir stark in der Region sind. Wir sind vertreten von Berlin ausgehend über Königs Wusterhausen, Lübben, Cottbus, Senftenberg, Lauchhammer, Hoyerswerda bis Dresden in einem großen Netzwerk, was sowohl in Medizin, Pflege als aber auch in natürlichen Verwaltungstätigkeiten zu eng zusammenarbeitet und jeder seine Stärken einbringen kann und von dem anderen profitieren kann. Auch für die Mitarbeiter des Klinikums Niederlausitz wird die Beteiligung der privaten Krankenhausgesellschaft keine Nachteile bringen. Sana ist Mitglied in kommunalen Arbeitgeberverbänden und arbeitet tarifgebunden, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Am vergangenen Freitag wurde der neue Computertomograph im Lausitzer Seenlandklinikum offiziell in Betrieb genommen. Nach 5 Wochen Einbauzeit steht den Hoyerswerda Radiologen damit jetzt ein Diagnosegerät zur Verfügung, das sie selbst mit schneller, größer, feiner, weiter, mehr Leistung, weniger Belastung beschreiben. Der neue CT liefert demnach Bilder mit deutlich höherer Auflösung und farbig untersetzter räumlicher Darstellung. So lassen sich nunmehr auch Verengungen in sehr kleinen Blutgefäßen problemlos darstellen. Zudem verkürzt sich für die Patienten die Untersuchungsdauer im Gerät erheblich. Waren es bei dem Vorgänger-CT noch 8 cm je Sekunde, fährt der Untersuchungstisch jetzt mit einem rund dreifachen Vorschub durch die sogenannte Röhre. Auch die Strahlenbelastung soll deutlich vermindert und viel genauer auf den jeweiligen Patienten abzustimmen sein, heißt es dazu aus dem Krankenhaus. Der Freistaat Sachsen fördert die Errichtung einer neuen Feuerwache am Tunnel Königshainer Berge mit insgesamt 2,5 Millionen Euro. Dies hat das sächsische Kabinett beschlossen. Bestandteil der Förderung ist auch die Beschaffung von Spezialfahrzeugen für die Tunnelrettung. Laut Verkehrsminister Martin Dulig sind im Vorfeld und während der für 2023 und 2024 geplanten Sanierungsarbeiten besondere Brandschutzmaßnahmen notwendig. Zur Absicherung der Verkehrsführung im Gegenverkehr müssen ständig Einsatzkräfte vor Ort sein. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten kann der Landkreis Görlitz die Rettungswache weiter nutzen. Die Gemeinde Johnsdorf kauft das Schmetterlingshaus. Das hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Hintergrund sind die prekäre finanzielle Situation der Einrichtung und der erhebliche Sanierungsbedarf. Laut Beschlusstext übernimmt die Gemeinde für insgesamt ca. 100.000 Euro sowohl die Anteile des bisherigen Geschäftsführers als auch die der Johnsdorfer Kur- und Tourismusgesellschaft und wird somit alleinige Eigentümerin. Erforderlich ist dies, da eine kommunale Gebietskörperschaft bessere Fördermöglichkeiten besitzt als private Gesellschafter. Der Freistaat Sachsen hat die Förderung von 4 Maßnahmen zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung in der Kamenzer Region bewilligt. Dies betrifft die Ortsteile Schweinerden und Kannewitz sowie Jauer der Gemeinde Panschwitz-Kuckau, den Ortsteil Welker der Stadt Elstra und den Ortsteil Schönbach der Stadt Kamenz. Für alle genannten Vorhaben erfolgt die Bewilligung für 2021. Eine sichere Trinkwasserversorgung gehört zur Daseinsvorsorge. Um schnell und solidarisch zu unterstützen, hat die Staatsregierung eine entsprechende Förderrichtlinie verabschiedet, so Umweltminister Wolfram Günther. In den letzten Jahren waren immer mehr Hausbrunnen ausgetrocknet oder lieferten nur noch Wasser von minderer Qualität. Weitere Projekte sind bereits in Vorbereitung.
Die Stadtwerke Görlitz GmbH und die Stadt Ostritz wollen für weitere 15 Jahre zusammenarbeiten. Einen entsprechenden Vertrag haben jetzt Bürgermeisterin Marion Prange und Geschäftsführer Matthias Block unterschrieben. Demnach übernehmen die Stadtwerke auch weiterhin die Betriebsführung für die Abwasserentsorgung der Stadt Ostritz. Dasselbe gilt für die Erzeugung und Verteilung von Fernwärme. Ostritz trägt den Titel einer energieökologischen Modellstadt, da es seine Fernwärme aus Holzhackschnitzel erzeugt. Am Zittauer Schmalspurbahnhof ist jetzt eine Erinnerungstafel für Karl Valentin enthüllt worden. Der als Münchener original bekannt gewordene Schauspieler und Humorist lebte von 1906 bis 1908 noch unter seinem bürgerlichen Namen Valentin Ludwig Fey in Zittau, der Heimatstadt seiner Mutter. Weitere Tafeln wurden an der Bautzner Straße 3 in Zittau und am Pfarrhaus Mittelherwegsdorf angebracht, wo die protestantischen Eltern von Karl Valentin 1869 fernab von ihrem katholischen Wohnort München geheiratet hatten. Die Luftrettung hat an ihrer Station in Bautzen einen zusätzlichen Rettungshubschrauber in Dienst gestellt. Christoph 114 soll für freie Kapazitäten bei Christoph 62 im Bereich der Notfalleinsätze sorgen. So kann der geräumigere in erster Linie für notwendige Verlegungen von Corona-Patienten eingesetzt werden, wird informiert. Christoph 114 wird von 7 Uhr bis Sonnenuntergang einsatzbereit sein. Er ist mit Piloten aus der DRF Luftrettung besetzt. Die Notärzte werden größtenteils in Zusammenarbeit mit der Universität Dresden sowie dem Städtischen Klinikum Dresden-Friedrichstadt gestellt. Das war unser Jahresrückblick mit den aus unserer Sicht wichtigsten Ereignissen des zurückliegenden Jahres. Auch in diesem Jahr werden wir wie gewohnt umfassend und aktuell aus der Lausitz berichten. Dabei soll unser Programm noch regionaler ausgerichtet werden. Will heißen, wir wollen noch näher bei den Menschen, also bei Ihnen sein. Wir freuen uns auf Sie, auch weiterhin als Zuschauer und Hörer der Lausitzwelle. Alles Gute für Sie, für Ihre Familie und Freunde in diesem Jahr. Besonders wünschen wir Ihnen, bleiben Sie gesund!